Und es geht wieder weiter mit einer Naruto-Chapter-Analyse 236 bis 238. Chapter 236, ein unerfülltes Versprechen. Das Kapitelbild ist eher langweilig, Sakura, die an einer Wand lehnt und lächelt. Toll. Eigentlich ist das Chapter an und für sich okay, aber allzu viel passieren tut hier irgendwie nicht. Es ist halt so, dass sie Shikamaru wieder eingekriegt hat und sich mit Tsunade darüber unterhält, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn man in jedem Team einen Arzt hätte. Daraufhin sagt Tsunade, dass sie der Meinung auch schon immer war, aber dass das halt dementsprechend schwierig ist, weil Ärzte andere Voraussetzungen haben und brauchen als Ninja, weil sie brauchen ein umfangreiches Wissen und es dauert eben doch lange, ihnen das beizubringen und Shikamaru scheint das nicht ganz so zu verstehen und er soll schon mal zu Naruto gehen. So. Naruto selbst erinnert sich an Sasuke, die Wörter, die der so noch vor dem oder nach dem Kampf gesagt hatte. Naja, gut, nach dem Kampf eher weniger, also vor dem Kampf. Und ja, Shikamaru sagt dann eben, dass Naruto wieder sehr fit aussieht und erzählt ihm auch, dass es den anderen gut geht, was Naruto zumindest etwas beruhigt. Und Sakura bekommt in der Zwischenzeit von Ino Bescheid, dass wieder alle da sind und sie möchte halt zu Naruto und Sasuke gehen. An der Stelle finde ich es ein bisschen komisch. Klar, der Vater von Ino, der wird natürlich schon irgendwie die Infos, also wenn irgendwelche Infos das Dorf so erreichen, wird er einer der Ersten sein, der davon natürlich was erfährt, denke ich. Er ist ja auch ein Spezialionin, okay. Aber dafür, dass es hier um Sakuras Team ging, ich meine zumindest Sasuke und Naruto, Kakashi jetzt mal außen vor, ne, da müsste sie doch auch irgendwie mitkriegen, wann die wieder da sind. Aber nein, das tut sie nicht. Ino kriegt vor ihr das also mit und Bescheid und muss es Sakura sagen. Also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen dämlich. Naja, sie will dann halt zu Naruto gehen und Sasuke und Naruto unterhalten sich dann, dass Sasuke halt weg ist. Das bekommt sie mit und deswegen bleibt sie dann erstmal vor der Tür stehen, weil das schockt sie natürlich. Hey, Naruto, der natürlich alles gegeben hat und der zumindest noch am Leben ist, der ist ja auch noch da. Aber ist ja egal, Sasuke ist weg und damit ist sie todtraurig. Ja, sie tritt so dann ein, weil Tsunade kommt und ja, Naruto sagt dann eben auch, weil er sich wieder an sein Versprechen erinnert, dass es ihm leid tut und so alles und sie sagt, das ist schon gut und er sagt, er hält sein Versprechen, das ist sein Ninja-Weg und so alles. Ich finde zwar an der Stelle gut, dass sie sagt, dass es ihr leid tut und dass Naruto wohl noch eine Weile warten muss, aber dass sie auch das nächste Mal mitkommen wird. Und auch sie selbst denkt dann so, dass sie eigentlich nur um Narutos Hilfe gebettelt hat und selbst gar nichts gemacht hat. An der Stelle muss ich sagen, das finde ich sehr gut. Da habe ich damals wirklich viel Hoffnung in sie gelegt und gedacht, ja, richtig, so ist es. Du hast nichts gemacht, du hast Naruto alles machen lassen und ja, mal gucken, was jetzt aus dir wird. Weil das Chapter endet dann eben damit, dass sie zu Tsunade geht, weil sie von Tsunade unterrichtet werden will. An der Stelle natürlich auch nicht verwunderlich, weil immerhin ist Sasuke bei Orochimaru, dass Naruto und Jiraiya trainieren würden, weil das haben sie ja schon getan, ist auch irgendwie naheliegend und dann natürlich Sakura und Tsunade. Tja, abgesehen von dem Anfang da mit Shikamaru, dem Gespräch und ein bisschen das Ende mit Sakura, finde ich das Chapter aber, wie gesagt, einfach okay. Könnte aber besser sein, aber was will man denn erwarten? Wir hatten ja die ganze Action und das ist jetzt so zum Ende vom ersten Arc, da muss das ja alles wieder ein bisschen runterkommen. Weiter geht es mit Chapter 237, Idiot. Das Kapitelbild ist einfach Jiraiyas Kopf. Wie toll. Dieses Chapter finde ich ehrlich gesagt sogar langweilig, um ehrlich zu sein. Es ist zwar okay, wenn man bedenkt, dass Naruto weiter an seinem Weg festhält und auch wie es jetzt mit ihm weitergehen wird, das war aber irgendwo abzusehen. Es ist halt eben, dass Jiraiya halt kommt und der unterhält sich mit Naruto und Naruto möchte natürlich weiter daran festhalten, Sasuke zu retten. Jiraiya erzählt ihm dann eben auch, dass Orochimaru eben Sasukes Körper haben will und so, aber dass sie natürlich noch 3 Jahre Zeit haben, weil er ja vor kurzem einen anderen Körper genommen hat, weil er nicht mehr warten konnte und so weiter und so weiter und so fort. Das ist ja auch okay, aber er sagt dann zu Naruto, er soll Sasuke lieber vergessen und er selber erinnert sich eben auch daran, wie er früher mal Orochimaru aufhalten wollte und das nicht geschafft hat. An der Stelle muss ich sagen, ich hätte gerne mehr über das Verhältnis zwischen Jiraiya und Orochimaru und auch Tsunade erfahren. Nicht immer nur dieses, ja, Orochimaru wollte halt der nächste Hokage werden, er wurde abgelehnt und dann hat er dem Dorf den Rücken zugekehrt. Ich meine, das kann ja nicht nur sein, weil er kein Hokage wurde, oder doch? Ja, vielleicht, aber irgendwie hätte man da mal ein bisschen mehr machen sollen. Und deswegen, das ist schon irgendwie ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Das hätte man vielleicht auch machen können, als das die Sache mit Tsunade war. Jedenfalls sagt aber Jiraiya, dass er, wenn Naruto nicht auf ihn hört, ihn von Anbu überwachen lassen wird und ihm eventuell sogar verbieten würde, Konoha zu verlassen und er ihn auch nicht trainieren würde. Er sagt halt eben, der soll Sasuke vergessen, denn das, was er vorhat, das würde nur ein Idiot machen. Und Naruto sagt daraufhin, ja,
wenn das Vernunft sein soll, wenn er Satsuki vergessen soll und das ist Vernunft, dann bleibt er lieber sein ganzes Leben lang ein Idiot und er wird auf seine eigene Art und Weise stärker werden und wird ihn auf jeden Fall retten und auch Akatsuki zurückschlagen. Ja, Jiraiya ist daraufhin dann natürlich ein bisschen begeistert und er sagt, sobald er aus dem Krankenhaus entlassen ist, dann geht das Training halt los. Klar, jetzt könnte man sagen, das ist alles schon ziemlich albern, aber Jiraiya ist ja selber irgendwie mal so ein Kindskopf gewesen, teilweise ist er es noch, also kann ich schon nachvollziehen, dass er das von Naruto irgendwie okay findet und ihm dazu stimmt. Und Naruto selbst ist ja nun mal auch so ein kleiner Vollidiot, der, wenn er eben sich was in den Kopf gesetzt hat, setzt er das auch noch durch. Ich sage mal so an der Stelle, er ist ja gerade erst 13 Jahre alt und er hat ja gerade jetzt gegen Satsuki verloren und ihn in dem Punkt auch verloren als Freund, als Teamkameraden. Ich kann es hier noch nachvollziehen, dass er hier noch nicht aufgegeben hat und sich in den Kopf setzt. Gut, ich habe 3 Jahre Zeit. Ich kann jetzt also noch trainieren, stärker werden und vielleicht kann ich ja Satsuki zurückholen. Hier ist es irgendwie noch okay und das ist auch irgendwie das nächste Ziel und deswegen geht es noch, aber naja, später im zweiten Arc wird es an einigen Stellen dann noch ein bisschen lächerlich. Chapter 238, der Tag der Abreise. Das Kapitelbild, da sieht man natürlich den vierten Hokage, also Minato. Es geht zwar absolut nicht um ihn, aber er grinst. Vorher in dem Chapter hat man Naruto auch grinsen gesehen und wenn man diese beiden miteinander vergleicht, die Bilder, sieht man sofort, das ist der Vater, weil es wird ja immer noch nicht gesagt. Ja, Satsuki ist halt bei Orochimaru und Kabuto merkt, dass er halt schon ein finsteres Chakra hat. Sakura hat dann in der Zwischenzeit erstmal bei Tsunade trainiert und ja, sie ist auch in 3 Monaten, also sprich, es sind 3 Monate vergangen, bevor Naruto aufbricht, ist sie auch schon ziemlich weit gekommen. Das ist auch okay, weil es hieß ja immer, Sakura ist ziemlich intelligent und sie kann gut mit Chakra umgehen, also ist es in Ordnung. Kiba und Akamaru haben sich halt auch erholt und Shino ist die ganze Zeit so ein bisschen, ja, eifersüchtig, dass er nicht mit dabei war und so. Und deswegen hält er dann ja auch später im zweiten Arc dauernd immer einen Vortrag mit dem, ich muss was nachholen, ich war letztes Mal nicht dabei. Ja, vielleicht einmal lustig, aber irgendwann nervt es dann auch, weil er nur noch darauf dezimiert wird. Das ist schon ein bisschen schade. Kiba dagegen will halt stärker werden, weil er möchte nicht, dass Akamaru nochmal so leidet. Finde ich an für sich okay, ist klar, weil Akamaru ist ja sein Freund. Bruder schon fast, könnte man sagen. Neji trainiert in der Zwischenzeit dann mit Hinatas Vater. Hinata trainiert leider eben nicht, die gibt den beiden nur einen Tee. Finde ich irgendwie blöd, ich hätte es hier besser gefunden, wenn er jetzt hier schon mit Hinata trainiert hätte, weil sie will ja auch eigentlich stärker werden. Ja, dann kommen Kiba und Shino und lachen halt, weil Hinata Naruto besucht hat und er fast umgekippt ist wieder mal. Also, weil es ihr peinlich und unangenehm war. Chuchi möchte natürlich sofort trainieren. Ino dagegen macht sich nur Gedanken, weil er ja fast halb tot war. Guy ist erschöpft, während Lee natürlich auch weiter trainiert und Tenten ihn belächelt. Und natürlich machen sich die Suna-Geschwister auch auf den Weg, wieder nach Hause zu gehen. Und Shikamaru verabschiedet die halt und Temari sagt auch, wenn er nochmal in Not ist, kommt sie halt und rettet ihn. Und er sagt klar, fast wie seine Mutter. Also im Prinzip, man sieht, dass alle leben, dass es allen gut geht und sie alle stärker werden wollen. Allerdings finde ich es irgendwie doof, wie gesagt, dass Hinata nicht trainiert, auch Ino irgendwie nicht so Interesse hat und Tenten nur da sitzt und lieb zuguckt. Also sprich, die Jungs wollen stärker werden und die Mädels machen gar nichts. Tsunade denkt nur an die anderen Hokage und Naruto verabschiedet sich quasi noch von Iruka und geht dann eben mit Jiraiya los und bricht auf und Hinata beobachtet ihn natürlich wieder und denkt auch, sie muss auch stärker werden. Gerade deswegen habe ich mir ja gedacht, wenn sie ihn beobachtet und sich meint, dass sie auch stärker werden muss und sich anstrengen muss, hätte sie ja mit Neji trainieren können. Dann sieht man natürlich noch die Akatsuki, absolut teilweise noch, ja, irgendwelche Gestalten, die waren noch gar nicht alle geplant, also Kisama kennt man sehr gut. Konnen kann man auch sehr gut erkennen. Ja, wenn, also Setsu hat man ja schon gesehen. Itachi kann man auch erkennen. Und Pain mit dem Rinnegan, das sah damals echt noch total komisch aus. Und auch Sasori wird schon noch bekannt, also schon optisch so ein bisschen, also die Puppe zumindest, also Hiroko wird auch schon so ein bisschen im Design festgestanden haben. Aber alle anderen, das sind irgendwelche Gestalten. Das Bild habe ich auch in dem Video mit drin, könnt ihr euch angucken. Sieht ein bisschen komisch aus. Und ja, die reden dann darüber, dass Orochimaru die Sharingan bekommen hat. Und ja, dass sie nur noch 3 Jahre halt Zeit hätten. Und damit ist der erste Arc halt vorbei. Was ich an der Stelle natürlich noch komisch finde, die Akatsuki sagen, dass sie sich das erste Mal seit 7 Jahren versammelt haben, seit Orochimaru aus der Organisation ausgetreten ist. Und da ist meiner Meinung nach ein Fehler. Es ist ja so,
Orochimaru, also als er ja im Todeswald auftaucht und bevor ja Jiraiya Naruto trainiert, redet er ja noch mit Kakashi. Und er sagt ja daraufhin, ja, dass Orochimaru vor kurzem noch einer Organisation angehört hätte und dass er vor kurzem aber also da ausgetreten ist. Ehrlich, wenn er mit Kakashi redet und vor kurzem sagt, dann kann das ja maximal ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate sein. Hier heißt es aber, Orochimaru sei schon seit 7 Jahren ausgetreten. Und ebenfalls ist es auch so, dass er selber denkt, als da die Sache mit Tsunade da ist es ja so, dass er kurz zu Naruto guckt und auch denkt, nur wegen der Organisation habe ich ihn damals am Leben gelassen. Und das bezog sich wiederum auf die Sache im Todeswald. Das heißt, eigentlich, als er im Todeswald war, war er noch in der Organisation. Also kann das mit den 7 Jahren nicht hinkommen. Und wenn wir jetzt hier einmal erfahren, ist es 7 Jahre her und die anderen zwei Andeutungen sagen, dass er vor kurzem noch drinne war, dann denke ich eher, dass er wirklich vor kurzem noch da war, so vor ein paar Monaten oder so, vielleicht vor einem Jahr, aber nicht vor 7 Jahren. Naja, was kann man zum ersten Arc sagen? Dafür, dass es ja Kishimotos erstes großes Werk ist, vorher hat er ja nur so ein paar One-Shot oder sowas gemacht und er war auch kein Assistent oder so, wie andere halt, da muss man sagen, der erste Arc von Naruto ist okay. Er stellt die Charaktere gut vor, die Charaktere haben Hintergründe, sie haben also einzigartige und vielseitige Techniken und sie haben auch Potenzial und einige von ihnen entwickeln sich auch weiter oder haben sich auch schon weiterentwickelt und ich denke, dass es da schon interessante Geschichten und auch emotionale Dinge und auch Action gibt. Klar, natürlich überwiegend reden die Charaktere miteinander, allerdings muss ich sagen, ich habe vor kurzem auch Dragon Ball noch mal so ein bisschen jetzt weiter geguckt, also beziehungsweise wieder angefangen zu gucken. Also beim ersten großen Turnier haben die auch nicht großartig viel gekämpft, da haben sie mehr geredet oder es war mehr Witz drinne, als dass ich da irgendwelche Action gesehen habe. Also ich denke mal, das gehört wohl irgendwie bei Shonen-Serien doch dazu, dass die sich unterhalten oder Witz drinne ist, wer weiß. Trotz alledem fand ich, gab es ein paar gute Kämpfe. Spontan finde ich immer noch den Kampf zwischen Tsunade, Orochimaru und Jiraiya ganz gut. Ich fand auch eigentlich den zwischen Kiba und Neji ziemlich gut gemacht. Und auch das im Todeswald, auch wenn das jetzt weniger ein Kampf war, aber da zumindest der Moment mit Sakura, der hat mir auch ziemlich gut gefallen. Auch wie Naruto das Rasengan gelernt hat, war ganz gut. Und man merkt auch, Naruto ist im ersten Arc eigentlich jemand, der zwar schon einiges hingekriegt hat, wie das Rasengan, aber klar, Jiraiya hat ihm ja auch alles erklärt, Schritt für Schritt, wie das geht und so. Ein bisschen Glück und so war da auch bei. Und er hat ja auch ein Kagebunshin genutzt, hatte ich ja auch alles schon gesagt. Aber er ist hier noch lange nicht perfekt und auch noch nicht übermächtig, sondern auch noch ein bisschen dumm. Das stimmt schon, ein bisschen ungeschickt und so. Also ich finde, dass das eigentlich noch eine der Stärken mit war. Und wie gesagt, man hat die Charaktere so kennengelernt, ein bisschen das Ninja-System. Aber trotz alledem, ja, man hätte natürlich noch ein bisschen mehr auf die Ninja-Welt eingehen können und zumindest auch so ein bisschen auf die anderen Kage. Also ja, die Welt selbst wird im ersten Arc doch ein bisschen, also es wirkt ein bisschen klein. Und es wird nicht gerade viel erzählt, aber ich denke, die Stärke beim ersten Arc sind wirklich die Charaktere mit ihren Hintergründen und Techniken. Deswegen, der erste Arc hat seine Schwächen, er hat auch schon ein paar Fehler, er hat natürlich noch einiges offen gelassen für den zweiten Arc, aber ich finde, der erste Arc von Naruto ist schon noch irgendwo recht gut und ansehnbar. Die paar Fehler, die man hier hat, sind ja überwiegend eigentlich erst welche, die durch Shippuden dann Fehler sind oder erst Shippuden lässt dazu einen Fehler dann aufkommen. Sonst sind es hier nur recht kleine Fehler, die man ein bisschen bemängeln, ein bisschen kritisieren kann, aber die das Ganze jetzt nicht schlecht machen. Deswegen, der erste Arc ist meiner Meinung nach schon noch ein ziemlich guter Arc. Aber trotz alledem, meine Frage an euch: Wie haben euch diese letzten Chapter gefallen? Wie hat euch das gefallen, dass man da Akatsuki gesehen hat? Was habt ihr so erwartet, als der erste Arc vorbei gewesen ist? Und ja, wie gefällt euch denn der erste Abschnitt von Naruto? Findet ihr ihn gut? Findet ihr ihn okay? Sagt ihr, der zweite ist besser oder schlechter? Würde mich interessieren. Jetzt gibt es natürlich, bevor der zweite Arc beginnt, noch zwei Analysen zu Die Jugend auf dem Schlachtfeld. Die werde ich auch in kurzen Abständen hintereinander, also die kommen beide in der gleichen Woche präsentieren. Zum einen, damit wir ein bisschen mehr wieder vorankommen und zum anderen, weil das halt irgendwie zusammengehört und da sollte jetzt kein allzu großer Abstand dazwischen sein. Und dann wird es in der Woche darauf dann natürlich eben mit dem zweiten Arc quasi Shippuden losgehen.